Oh, was ist das? Mich ruft schon wieder jemand an. Es ist Gudrun. Saku? Ich, Gudrun. Zeit zum Plaudern? Sind deine Pokémon noch immer stark? Ich trainiere meinen Hopfspross täglich. Aber weißt du, ich habe immer noch keinen Hutut gefangen. Das wird langsam frustrierend. Tschüss, wir plaudern wieder. Also wir plaudern wieder. Ja, so toll. Mann, wieso rufen die Leute eigentlich immer gerade dann an, wenn ich gerade anfange aufzunehmen? Gut, am See des Zorns geht es also weiter und ja, es sieht ja sehr interessant hier aus und oh, ist das etwa das rote Garados? Hallo? Die Garados sind wütend. Das ist ein böses Omen. Oh, oh, okay. Gut. Einfach nochmal speichern. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Und ich kann nicht surfen. Nein. Habe ich Surfer überhaupt? Ja. Surfer zu lernen. Ja, gut. Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Ich würde sagen... Ach mein Gott, das kann ja schon eine verdammte... Dingsbums. Oh Gott, Namen vergessen. Eine verdammte VM-Attacke. Ich muss unbedingt zusehen, dass ich irgendwie zu einem Attackenverlerner komme. Kratzer. Sorry, Nagi, dass ich dich als VM-Bimbo benutzen muss, aber das wird später geändert. Hi, Garados! Oh yeah! Es sparkelt. Ein wildes Garados. Oh, es ist auf Level 30. Nice. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt Katztor einsetzen. Nehmen wir mal André. Autsch. Stachelspore. So, erstmal paralysieren. Wunderbar. Und Kopfnuss. Ja, ist jetzt nicht so effektiv. Er schreckt zurück. Wunderbar. Ja, ich denke, einmal können wir es noch angreifen. Das hat ganz schön reingehauen. So, das müsste eigentlich reichen. Ich hoffe es zumindest. Dann wollen wir mal versuchen, es zu fangen. Ich habe nur 9 Superbälle. Vielleicht habe ich ja Glück und es funktioniert. Komm schon. Das nenne ich mal Glück. Gleich beim ersten Mal drin. Woo! Sehr schön. Man muss auch mal Glück im Leben haben. Es taucht auf, wenn eine weltweite Krise... Was, wenn es eine weltweite Krise gibt und brennt jeden Ort nieder, den es passiert? Garados, grausam. Oh mein Gott. Das wiegt über 235 Kilo. Möchtest du Garados einen Spitznamen geben? Ja, warum nicht? Aber... Was soll ich denn Garados für einen Namen geben? Kein Plan. Ich nenne dich jetzt, glaube ich, einfach Günther. So, passt schon. Saku hält rote Haut. Yay. Volle Begeisterung. Juhu. Und was machst du hier?
Dieser See ist voller Garadas. Aber sonst gibt es hier nichts. Die Kappador werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Saku? Ich bin Siegfried. Oh ja, stimmt. Du bist Siegfried. Von hinten sahst du irgendwie echt erst so ein bisschen aus wie so ein Team Rocket-Mensch. Es tut mir leid. Schande über mich. Natürlich ist es Siegfried. Warum spreche ich ihn so komisch? Egal. Ich bin Siegfried. Ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte. Also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Saku. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Warum nicht? Klar, gern. Exzellent! Es sieht so aus, als würde jemand die Kappador im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache, das mysteriöse Radiosignal aus Mahagona City. Ich werde auf dich warten, Saku. Ein mysteriöses Radiosignal? Sehr merkwürdig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück nach Mahagona City. Und ja, ich laufe den ganzen Weg zurück. Aber schon ein Flugzeug. Ich weiß, fliegen geht jetzt schneller, aber so weit weg ist das ja jetzt auch wieder nicht, also kann ich den Weg auch laufen. Aber jetzt nicht unbedingt da reingehen. So, klock, klock. So, und schon sind wir wieder in Mahagona City. Wo ist Siegfried? Siegfried? Hallo? Erstmal ins Pokémon Center gehen. Siegfried ist erstmal unwichtig. Du bist spät dran. Ach, so spät ist es auch wieder nicht. Schön Sie mal. Schön Sie mal. Gut. Haben wir das erledigt? Aber ich glaube, ich weiß schon, wo ich hin muss. Ha. Dragoran. Hyperstrahl. Wo bleibst du, Saku? Was? Ich bin so schnell gekommen, wie es ging. Schimmel. Das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Die Treppe ist hier. Woher weißt du, dass da eine geheime Treppe ist? Saku, wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe vorher, zuerst. Okay, hi. Ah, du hast die Geheimtreppe gefunden. Hey, nicht ich hab die gefunden, Siegfried hat die geöffnet. Ja, ich habe überhaupt nichts gemacht. Hä? Oh, hey. Jetzt ist aber Team Rocket im Einsatz. Hey, Eindringling! Alarm! Glaubst du, du kannst mich schocken? Mach dich auf was gefasst. Und bis! Das Format hält aber nicht viel aus. Zumal! Nein, ich will nicht wechseln. Und Glut! Oh oh, Konfusstrahl. Das ist fies. Aber das hält mich nicht auf. Mist, ich hab versagt.
Tja, hättest deine Pokémon mal besser trainieren sollen. Oh nee, noch einer? Ich bin dran! Es gibt kein Entkommen! Hatte ich irgendwie vor, irgendwie vor dir zu fliehen und irgendwie hat meine Maus sich gerade verabschiedet. Warum fällt die heute ständig runter? Meine Güte! Gut, egal. Später aufheben. So. So. Ach komm, die paar EP hättest du mir ja noch geben können. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, da kannst du gleich ein Level abhaben, werde ich es nicht wechseln. Verstanden? Oh, komm schon. Oh, es ist blockiert. Schön. Nicht gleich sofort gemerkt. Kratzfratz! Ja, komm, jetzt können wir das Pokémon wechseln. Ich wähle. Wen wähle ich denn? Pidgey! Team Rocket Rüpel solltet echt mal mehr trainieren. Das würde euch echt gut tun. Ihr seid nämlich keine Gegner für mich. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter betätigst. Was? Okay, da ist noch so eine Statue. Aber hier kann ich runtergehen. Hier ist doch bestimmt etwas. Ah, verdammt. Ist hier irgendwo was? Ah, okay. Hallo, du. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Mhm, ein Ninja-Versteck also. Unbedingt Biss einsetzen sollen. Glut! Das ist doch gleich viel effektiver. Schausen! Jupp! Mora! Mora kann auch mal wieder dran sein. Na, die Magnetilos sind immerhin schon auf Level 20. Das habe ich auch gemerkt, dass es nicht sehr effektiv ist. Aber das ist auch nicht sehr effektiv. Ich hab's. Du hast was? Okay. Toll. Ja, okay.
Habe ich nicht vor. Ach, meine Güte. Haben wir irgendwas, was wir mal eben benutzen können? Ich gebe die Beere jetzt einfach mal einen meiner Pokémon. Komm, geben wir mit die mal Nagi. So. Megablock. Was kann man denn nochmal mit dem Megablock machen? Keine Statusveränderung vor einem Kampf. Ah, super. Megablock gehört immer so zu diesen Items, die ich eigentlich grundsätzlich verkaufe, weil ich sie meistens eh nicht brauche. So, wo muss ich denn jetzt überhaupt längs? Also ja, ich kann entweder hier lang. Ich gehe erstmal da unten weiter lang. Hey, Eindringling! Alarm! Ja, ist ja gut. Als wenn das nicht irgendwie schon aufgefallen ist, dass ich hier drin bin. Also. Euer Ernst? Blockiert. Oh, als ob ich jetzt so eingeschränkt wäre deswegen. Ihr von Team Rocket, ihr solltet euch echt mal mehr Mühe geben. Das wäre echt nice. Aber na gut. Es geht wenigstens recht schnell. So schnell, wie es halt nun mal eben geht. So. Mist! Ich hab versagt! Wiederholt sich das irgendwie? Ja, irgendwie wiederholen sich die Sätze von denen. Kann das sein? Wir wissen's. Ein Zubat. Wundervoll! Ist ja überhaupt nichts Neues. So. Oh Mann. Langweilt mich. Schon wieder blockiert. Ihr habt auch nicht Besseres zu tun, als meine Attacken hier zu blockieren, oder? Jo, wir wechseln. Ich glaube, das sind so ziemlich die einzigen Pokémon, die wirklich einsetzen können. Ratzbratz, Zubat, Slimer. Wow. Vor allem Zubat ist ja mal gern gesehen bei Team Rocket. Egal. Gut. Ihr werdet niemals eine Chance gegen uns haben. Oh, weia mal. Als wenn ich das nicht schon weiß. Ernsthaft. Leute, ich lese das nicht mehr vor. Wir wissen es doch. Oh, findet Hypertrank. Yeah, ich kann ihn aber nicht tragen. Ach, was ist denn das für ein Schmarrn, ey? Das gibt's doch nicht. Ups. So. Erstmal ein paar Items an die Pokémon abgeben, so. Dum, 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 dum.
So, packen wir mal Heji nach vorne. Um das mal ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Ihr haltet mich auf! Darf ich nicht einfach hier durch? Man wäre auch einfach... Wäre auch eigentlich ein bisschen zu einfach, wenn man da einfach so durchlatschen könnte. Also... soll nicht sein. Dummerweise. Voll affig! Ach komm, die paar KP jetzt Traumato auch noch wegnehmen können. Dein Ernst? Na also, es geht doch. Nein! Oh. Was? Ach so. Ich dachte gerade, er würde es jetzt wechseln. Na, immerhin halten sie mehr als eine Attacke aus. Und nein! Heji ist verwirrt. Aber Heji greift trotzdem an. Siehst du, selbst dein Superschall kann uns nicht aufhalten. Genau. Ey, als wenn die irgendwie alle so Zwillinge und Drillinge wären und die einfach immer alle das Gleiche sagen. So, meh. Wenigstens sind das nur zwei Rüpel. Jeweils. Wäre ja schlimm, wenn irgendwie so mit jeder Statue, an dem man vorbeigeht, irgendwie so, ja, ich sag jetzt mal, so fünf Rüpel auf einen zukommen. Das wäre ja noch schlimmer. Dann würden wir ja gar nicht mehr rauskommen. Nope. Slimer, du bist so eklig. Du bist so widerlich. Ich meine, Slimer, es ist... Nein, nein. Ihr wisst, wie es aussieht. Reicht. Oh, komm schon. Ah, noch ein Pokémon. Meinst du, dein Ratzbratz soll es jetzt rumreißen, ja? Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ha! Ach nö. Ist nicht wahr. Ist ja nicht so, als wenn deine Kumpels vor dir das alle nicht schon erwähnt hätten oder so, ne? Was haben wir hier? Ein Nugget! Und natürlich kann ich es nicht mitnehmen. Ich glaube, ich sollte echt mal meine Sonderbonbons loswerden. So, wen geben wir denn Nummer 1? Komm, geben wir mal Nagi 1. So. Und wir geben... Geben wir Chris auch noch 1. So. Zack. Mensch, immer diese Platzschafferei. Ist ja schlimm. Und noch eine Statue. Oh yeah. Na, wenigstens hat der nur zwei Pokémon. Nur ist gut. Reicht schon. Ich will nur weiter. Mensch, lass mich weitergehen. Verdammte Axt nochmal. Ja gut. Wir wollen nicht mal sein. Okay, gut.
Die Musik ist ein Ohrwurm. Was soll ich tun? So, gleich kommt noch einer. Wer hätte es gedacht? Hallöchen. Ja, du bist dran. Es gibt keinen Entkommen. Ich hab's verstanden. Nerv mich nicht. Njam, 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 njam. Oh Gott, ich mach gleich ein Nickerchen hier. Let's go. Mensch. Mensch, oh mein. Boah, was war das? Hast du gerade rumgeschwommen? Scheint so. Kannst du? Go, kannst du? Go, kannst du? Oh yeah! Sollte jetzt irgendwie keine Cheerleader-Darstellung oder sowas sein. Ja. Yeah. Slimer! Nein! Du elendes! Oh Gott, nein, ich kann nicht aufhören. Oh, die Attacke geht daneben. Geht doch. Ja, hast es bald. Meine Güte. Oh, eine Treppe. Und da ist ein Teleporter. Den ich... Moment, warte. Kann ich den nicht... Nein! Oh, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ups. Nein, 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 da gehe ich mal besser nicht durch. Besser nicht. Oh, falsch. Bloß nicht, bloß nicht. So. Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Oh, danke schön. Saku, lass uns für die Pokémon unser Bestes geben. Ja gut, aber du lass mich erstmal eine Pause einlegen. Ist ja nicht, ich meine, es ist nicht so, als wenn die Kämpfe gerade anstrengend waren, aber ich würde sagen, wir werden Team Rocket im nächsten Part dann weiter aufhalten. Also Leute, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Dann lasst einen Kommentar, wenn ihr mögt. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns zu Part 26 von Pokémon Saphir wieder. Also Leute, bis dann. Habe ich gerade Saphir gesagt? Ich meine natürlich Grisal. Sorry.